Das ist ein Plan, dem 179 Nationen zustimmten. Er heißt Agenda für das 21. Jahrhundert. Es ist ein totalitärer Staat, der gerade entwickelt wird, überall auf der Welt. Es ist der Bestandsaufnahme- und Kontrollplan. Bestandsaufnahme und Kontrolle von allem Land, allem Wasser, allen Mineralien, allen Pflanzen, allen Tieren, allen Bauwerken, allen Fertigungsmitteln, allen Nahrungsmitteln, aller Energie, allen Informationen und allen Menschen auf der Welt. Diesem Plan wurde zugestimmt von 179 Nationen schon 1992. Es ist ein Vereinte Nationen-Plan. Er heißt Agenda für das 21. Jahrhundert. Und so viele von uns auf der ganzen Welt denken, nachhaltige Entwicklung, das klingt einfach so großartig. Geht es dabei nicht um Recycling und kreative Wiederverwendung und die Schaffung von Energie- und Nahrungsressourcen für alle? Und die Antwort ist nein. Es ist das wirklich nicht. Es geht um Bewegung der Bevölkerung in die Stadtzentren, konzentrierte Stadtzentren und ihre Vertreibung aus den ländlichen Gebieten. Alle Systeme müssen in Einklang gebracht werden, mit dem Zweck, sie alle zu kontrollieren. Denn wenn Systeme sich nicht treffen, wenn sie aus dem Gleichgewicht sind oder nicht synchron miteinander, können sie nicht zentral gesteuert werden. Und das Ziel der Agenda 21 ist eine Weltregierung und die totale Kontrolle durch eine Zentraleinheit. Jede Nation, die Agenda 21 unterschrieb, hat ihren lokalen Agenda 21-Plan. Menschen in den Vereinigten Staaten sind sich dessen komplett unbewusst. Wenn ich darüber spreche, greift mich die amerikanische Presse an und nennt mich Verschwörungstheoretiker. Was total lächerlich ist. Es ist eine Verschwörung, aber keine Theorie, sondern eine Tatsache. Die drei Säulen der Agenda 21 der Vereinten Nationen sind Ökonomie, Ökologie und Gerechtigkeit. Und jeder glaubt irgendwie zu wissen, was das bedeutet. Die Idee der sozialen Gerechtigkeit muss bedeuten, dass jeder Zugang zu sauberem Wasser und sauberer Luft hat und... Oh nein. Und dass niemand das Eigentum als Müllhalde benutzt wird, weil er arm ist. Aber worum sich soziale Gerechtigkeit dreht, ist die Verarmung großer Teile der Bevölkerung und der Niedergang der entwickelten Nationen. Alles, was wir jetzt sehen, ist dazu bestimmt, unsere Volkswirtschaften kollabieren zu lassen. Es ist ein totalitärer Staat, der gerade überall auf der Welt errichtet wird. Und was Großkonzerne wollen bei dieser faschistischen Entwicklung, ist die Möglichkeit der vollen Beweglichkeit der Arbeiter, ohne Grenzen und Begrenzungen, um ihre Waren ohne Vorschriften bewegen zu können und Gehälter zu senken. Und so ist das das Ziel. So ist das, was du unter sozialer Gerechtigkeit findest. Und natürlich geht es bei Ökonomie und Ökologie um diese drei Kreise. Ökonomie, Ökologie und soziale Gerechtigkeit. Und wo sie sich in der Mitte treffen, ist Gleichgewicht. Aber tatsächlich ist dieses Gleichgewicht ein kommunitäres Gleichgewicht. Es ist nicht das Gleichgewicht des Wohlbefindens der Menschen. Was es ist, ist ein Gleichgewicht für Konzerne, sodass sie die Bevölkerung in einem Gebiet ausbeuten und kontrollieren können, in dicht gedrängten Gebieten, sodass sie überwacht und verwaltet sein können. Und das ist, wie das Gleichgewicht aussieht. So weit wie die Entwicklung des totalitären Staates ist. Die Mainstream-Medien sind im Besitz von 5 großen Konzernen. Und du wirst diese Information nicht von der Mainstream-Presse bekommen. Also musst du deine eigene Presse sein. Du musst dich selbst weiterbilden. Du musst da rausgehen und deine Nachbarn, deine Gemeinde, deine wirkliche Gemeinde aufklären. Du musst deinen Kindern helfen zu verstehen, dass sie indoktriniert werden, vom Kindergarten bis zur weiterführenden Schule. Alle von uns haben eine Verantwortung für uns selbst und für andere. Das ist wahre Gemeinschaft. Für die Freiheit des Einzelnen arbeiten und immer daran denken, dass wir, wenn wir in einer Gruppe sind, wenn wir als eine Gruppe arbeiten, dass wir alle Individuen in diesen Gruppen sind und nur uns selbst Rechenschaft ablegen. Und das ist entscheidend. Es ist entscheidend wie freie Menschen. Das ist, was wir sind. Wir sind frei und wir müssen weiterhin frei sein. Ich glaube, dass wir gewinnen werden, aber wir müssen uns bewusst machen, dass dort ein Kampf ist. Und unsere Freunde und unsere Nachbarn und unsere Gemeinschaft aufmerksam machen und zusammenarbeiten.
Augen auf Medienanalyse. Privates Engagement. Total unabhängig, komplett unkommerziell, rein aus Leidenschaft. Wenn du uns belohnen willst, abonnier den Kanal, schau die Videos an, schreib hier und da einen Kommentar. Und wenn dir ein Video gefällt, dann like es.